willkommen zu einer nagelneuen Serie hier auf meinem Kanal, und zwar Brookhaven Schule. Falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos, auch von dieser neuen Serie. Die kommt jetzt zweimal die Woche hier auf diesem Kanal, aber ihr könnt die Folgen auch unabhängig voneinander schauen. Die haben nicht unbedingt einen durchgehenden Plot, sondern sind mehr einfach alle in einer Welt mit den gleichen Charakteren. Und genau, nur damit ihr Bescheid wisst. Yes, dann let's go! Guten Morgen, Mama, guten Morgen, Papa! Was wolltet ihr? Ronja, wir müssen mit dir reden. Deine Noten sind leider nicht zufriedenstellend. Wir haben auch wieder einen Brief von der Schule gekriegt. Ja klar, dieses Jahr lief nicht so gut, aber abgesehen davon... Also es ist ja nicht so schlimm, oder? Meine Noten sind jetzt ja auch keine Sechsen. Es sind ja hier und da auch mal Vieren dabei. Wir machen uns nur Sorgen um deine Zukunft. Dein Vater und ich haben uns deshalb überlegt, wir schicken dich auf ein Privatinternat. Wie, ihr schickt mich auf ein Privatinternat? Dann bin ich ja weg. Meine ganzen Freunde sind hier. Ist das euer Ernst? Wir wollen ja nur das Beste für dich. Die Schule soll auch sehr gut sein. Ist mir völlig egal, wie gut die Schule ist. Meine Freunde sind hier. Die Schule ist nicht schlecht. Ich kann hier mit dem Fahrrad hinfahren. Warum soll ich denn auf dem Internat? Dann bin ich da. Es ist ja nicht für immer. Ja, aber dann sitze ich da halt bis zu den nächsten Ferien oder weiß Gott wann auf irgendeiner Schule mit irgendwelchen wildfremden Menschen. Was ist, wenn ich keinen da mag? Du kannst ja auch deine Freunde anrufen oder neue finden. Ja, klar. Das ist einfach für dich zu sagen. Du bleibst hier, hier. Das ist das letzte Wort. Wir wollen nur das Richtige für deine Zukunft. Die Sache ist entschieden. Okay, dann rufe ich jetzt halt meine Freundin an und erzähle ihr das. Die wird auch nicht froh sein. Wir alle sind sauer. Das ist richtig kacke von euch. Dann hättest du mehr lernen müssen. Ach, so was Nerviges. Oh mein Gott, das muss ich unbedingt Taylor erzählen. Das kann ja nicht sein. Taylor? Hi, Ronja, was gibt's? Meine Eltern wollen mich aufs Internat stecken. Im nächsten Schuljahr schon. Das heißt, ich bin jetzt nur noch die letzten paar Wochen hier in der Schule. Und danach muss ich rüber. Und danach bin ich nie wieder bei euch. Und ich muss da ja auch wohnen. Das ist ja ein Internat. Das heißt, ich bin auch überhaupt nicht mehr hier. Dann können wir uns nicht immer nach der Schule treffen. Und keine Ahnung, wo das überhaupt liegt. Das ist wahrscheinlich sonst wo entfernt. Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich eine Freundin, die geht auf die... Ist es die, Brookhaven Privatschule für sonst irgendwas? Ich weiß nicht genau, wie der Name war. Ja, ja, genau, genau. Brookhaven Private irgendwas. Ja, so heißt es. Ja, ja, genau. Okay. Und sagt die, das ist gut da? Sagt die, die Leute sind immerhin nett? Meine Freundin meinte, die ist gar nicht so schlecht. Also die meinte, du hast viel Freizeit, du hast viel so besondere Sportarten und AGs. Aber du bist halt die ganze Zeit da. Ich meine, okay, das ist so stressig. Ich habe überhaupt gar keine Lust. Ich habe mich hier richtig an die Schule gewöhnt, nur weil ich ein paar schlechte Noten schreibe. Du schreibst doch auch schlechte Noten. Das wird schon, Ronja. Ja, das wird voll schade. Das tut mir voll leid für dich. Dann mach's gut. Dann danke fürs Gespräch. Mach's gut. Tschüssi. Tschüss. Schlaf schön. Bis morgen. Bleibt mir nicht wirklich irgendwas anderes zu tun. Meine Eltern sind festgefahren. Ich habe hier keine Wahl. Dann muss ich halt aufs Internet. Ich will mir mal angucken, wie das aussieht überhaupt. Die haben viele so agiert. Okay, okay, okay. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich wünschte, Taylor könnte mitkommen. Ohne Mist. Meine Schule ist eigentlich nicht gut. Ich habe gar kein Problem damit, auf eine andere Schule zu gehen. Ich wünsche nur, Taylor könnte mitkommen. Naja, bringt nichts, sich jetzt zu grämen. Lege ich mich mal ins Bettchen. Es ist ja auch schon spät. Ach, guten Morgen, Mama. Heute ist der große Tag. Freust du dich schon? Es geht. Ich habe nicht unbedingt Lust, die ganze Zeit im Internat zu sein, aber ich bin mal ganz gespannt, wie es ist und wie die Leute so sind. Ich habe mal etwas im Prospekt geblättert. Ihr habt da eine eigene Wohnung. Nur für euch Mädels. Honestly, das klingt eigentlich ganz cool. Oh, ich bin gespannt, was für andere Leute in meiner Wohnung sind. Wie viele wohnen da in einer? 2 bis 4. Cool. Okay. Und wann darf ich wieder heim? Sobald Winterferien sind, darfst du wieder heim. Alles klar, dann gehe ich mal hoch, zieh mich um und pack meine Sachen. Ich warte hier auf dich. So, okay. Rucksack ist an. Klamotten sind dabei. Ich sollte eigentlich alles haben, sonst Zahnbürsten und sowas kann man da ja auch kaufen, nehme ich an. Okay, Mama, ich bin fertig, wir können los. Tschüss, Papa, wir sehen uns dann nach den Winterferien, nehme ich an. Tschüss, Ronja. Okay, Mama, ich komme. Ich bin schon gespannt, wer alles da ist. Okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Ich hoffe, ja, das ist der Direktor, das sind schon alle hier, oh Gott. Hallo, liebe Schüler. Willkommen in der Brookhaven Privatschule. Der sieht ganz komisch aus. Ja, sieht nicht freundlich aus. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Anreise. Unter euren Sitzen findet ihr Nummern. Ich habe die Nummer 3 und du? Oh, ich habe auch die Nummer 3. Warte, heißt es, wir sind im gleichen Haus? Ich glaube schon. Die Nummern sind eure Hausgruppen. Ich bin Anna und du? Ich bin Ronja. Die Frühstückszeiten sind 7 bis 8 Uhr. Oh Gott, ist das früh. Ich hoffe, es gibt was Leckeres. Oh ja, vielleicht Pancakes oder Waffeln. Oder frische Croissants. Oh ja, das wäre super. Oh, ich hoffe, es ist wie so Hotelfrühstück. Weißt du, was ich meine? Dass sie dann frisch alles backen und du dann noch Eier kriegst und Omelette. Ja.
Ist ja auch ein Privatinternat hier. Ja, eigentlich hast du recht. Ich denke, also wenn unsere Eltern schon so viel Geld bezahlen, dass wir hier hin dürfen, sollten die schon ordentliches Frühstück haben. Bin ich auch der Meinung. Sonst beschweren wir uns. Ja, denke ich auch. Ab 8 Uhr sollt ihr in euren Wohnungen sein. Boah, 8 Uhr so früh schon? Dürfen wir da nicht mehr raus? Immerhin sind wir zusammen in der Wohnung. Ja, das stimmt. Stell dir vor, wir wären mit irgendjemandem reingekommen, die richtig komisch ist und die wir gar nicht leiden können. Ja, ich freue mich schon. Ich mich auch. Mein Name ist Frau Fuchs. Ich bin eure Klassenlehrerin. Ich unterrichte Deutsch, Mathe und Geschichte. Ich hasse Geschichte. Hoffentlich ist sie nett. Und gibt gute Noten. Oh ja, das hoffe ich auch. Bist du gut in der Schule? Überhaupt nicht. Ich wurde von meinen Eltern hergeschickt, weil ich so schlechte Noten hatte und weil ich ständig Briefe gekriegt habe, dass ich nicht versetzt werde und die Klasse wiederholen muss und ja, nur sowas. Du? Bei mir ist es genauso. Vor den Winterferien haben wir noch eine Mathearbeit. Vielleicht können wir zusammen lernen? Zwei Köpfe sind ja bekanntlich schlauer als einer. Ja, gerne. Nicht wahr? Also ich krieg wieder eine 1. So wie immer. Okay. Cool. Wie bist du dir so sicher? Wir haben doch noch gar nichts gelernt. Meine Eltern haben die neue Sporthalle hier bezahlt. Und deswegen kriegst du eine 1? Ja. Ich mag sie jetzt schon nicht. Ich auch nicht. Die klingt furchtbar. Ich hoffe, die ist nicht in unserer Wohnung. Wie heißt du? Emilia. Und keine Sorge, ich bin in Gruppe 1. Vielleicht kannst du ja in der tollen Sporthalle wohnen. Wie nervig, hä? Huh? Die Lehrer müssen mir gute Noten geben, sonst geht's hier bald den Bach runter. Komm, Anna, lass uns gehen. Ja, auf geht's. Wow, unser Zimmer ist echt hübsch. Ja, hä, das sieht richtig groß aus. Weißt du was, die private Uni hat Vorteile. Okay, wir haben hier unsere kleine Sitz-Area, dann können wir wahrscheinlich hier zusammen reden und lernen. Wir haben einen riesen Fernseher. Dann Schreibtische. Ich nehme an, hier sind unsere Schränke. Wir haben quasi jeden Abend Mädelsabend. Ja, das klingt voll super. Was ist das, das Bad? Die Dusche ist schön groß. Oh, okay, Entschuldigung. Das Bett sieht gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, hier können wir gemütlich wohnen. Oh, und ich bin so froh, dass wir ein Zweierzimmer gekriegt haben und nicht mit Emilia sind. Ja, das ist voll super. Kannst du dir vorstellen, du musst dir mit deren Zimmer teilen? Das klingt wie die absolute Hölle für mich. Ach, will ich gar nicht dran denken. Aber ich habe auch ein bisschen Heimweh. Ja, geht mir auch so. Ich war auch noch nie so lange von zu Hause weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse meine Freunde. Ja, ich auch nicht. Ist ungewöhnlich, nicht bei der Familie zu sein. Ja, und wird auch ungewöhnlich, die ganze Zeit nur Mensaessen zu essen. Normalerweise, also bei uns in der Schule war das wirklich nicht gut. Was ist eigentlich der Grund, warum du aufs Internat musst? Also wie gesagt, meine Noten waren nicht super. Und außerdem hat meine Schule zugemacht. Oh, wirklich? Oh, ich wünschte, meine Schule hätte zugemacht. Und das hier war die nächste. Essi. Ja, meine Noten waren auch nicht gut. Und dann hieß es, ich bleib sitzen und so weiter und so fort. Deswegen haben meine Eltern mich hier hingeschickt. Verstehe. Was magst du jetzt machen? Wollen wir gucken, ob wir hier irgendwo Brettspiele finden? Das klingt nach einer guten Idee. Aber kein Monopoly. Ja, vielleicht sowas wie Uno. Ja, das gibt's bestimmt. Warte, ich schau mal hier im Schrank. So, das war's mit dem ersten Video von Brookhaven Schule. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar da lasst, was ihr über die ganze Sache denkt und welche Charaktere ihr mögt, welche nicht und eure ganzen Gedanken. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!